Baupläne schalten die Möglichkeit frei, Kombiwaffen zu bauen. Hast du einen Bauplan gefunden, leuchten die erforderlichen Komponenten blau auf, wodurch sie einfacher zu finden sind. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Dead Rising 4. Wir sind jetzt hier in der letzten Folge stehen geblieben und wir haben jetzt unsere nächste Aufgabe schon erhalten, nämlich Flüchte aus der Basis, die Zutaten aufsammeln. Was meinen Sie jetzt schon wieder für Zutaten? Granate, Vorschlaghammer. Ich glaube, das können wir gut gebrauchen. Ach, hier haben wir also unser Inventar. Blastern von gestern. Cooler Name. Also wir haben jetzt einen Vorschlaghammer fixiert mit Tesaband oder Klebeband und Granaten. Also jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was das jetzt auslösen wird. Um Himmels Willen. Alter Schwede. Der knallt dir doppelt und dreifach durch die Menschenmenge. Ich korrigiere die Zombie. Wo soll ich jetzt hin? Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass es immer mehrere werden hier. Oh Gott, oh Gott, wir richten gerade ein Massaker ein. Also an alle, die kein Blut sehen können, sollten das bitte versuchen wegzuschalten. Oder einfach beim Spaß, beim Zusehen hier bleiben. Die sehen gerade abgetrennte Körperteile. Um Himmels Willen. Einmal rein in die Menge. Einmal richtig durchkloppen und die ganze Wut an diesen Kreaturen auslassen. Das ist es, was man hier so beurteilen kann. So, was hast du jetzt noch, Kleiner? Okay. Ich glaube, wir haben jetzt bloß noch ein paar Leute. Natürlich Zombies, die wir jetzt noch eliminieren müssen. Darauf, als wäre es eine Person, die er überhaupt nicht leiden kann. Hallo, komm mal her. Was? Nein! Oh Mann, ich bin zu mittelalt für so eine Scheiße. Also wirklich. 9 Level erreicht. 2. Das könnte die Torsteuerung sein. Noch ein Couchschloss. Also, ihr Intelligenzbolzen. Hier läuft ein Eindringling Amok und das wird Commander Fontana überhaupt nicht gefallen, wenn wir das zulassen. Also, Schnauze halten, Ausrüstung anlegen und los. Alles klar? Jawohl, alles klar, Sir. Was passiert hier? Feuer frei, Feuer frei! Ups, mein Fehler, sorry. Ich glaube, das wird hier gleich sehr kritisch für uns. Aber der Ausgang ist besser beim Auto sein. Was zum? Nein! Nein! Weg! 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 Oh, Scheiße! 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 Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! 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 Thank you.
Christmas tree. Oh, Christmas tree. How lovely are thy branches. Oh, Christmas tree. Später, irgendwo im Mittleren Westen. Frank West? Dich unter Arrest? Möglich. Ist das ein Ja? Kommt drauf an. Worauf? Wie gut du im Team arbeitest. Oh ja, das war noch nie meine Stärke. Es ist nur ein bisschen muffig hier drin, oder? Ein bisschen frische Luft wäre gut. Ich dachte wirklich, das würde klappen. Also gut, ich habe offensichtlich etwas Zeit. Worüber sollen wir reden? Ich weiß, wer du bist. Colonel Brad Park. Commander des ZVK. Ich bin bei den Zombies auf dem Laufenden, danke. Klar bist du das. Dann weißt du ja auch, dass der Auftrag des ZVK lautet, Zombies auf amerikanischem Boden zu vernichten. Ja, und dafür zu sorgen, dass alle, die die Wahrheit kennen, zum Schweigen gebracht werden. Ich weiß, danke. Es geschieht schon wieder in Willamette. Was denn? Ein Ausbruch. Ich habe nichts in den Nachrichten gesehen. Wie lange geht das schon? Seit 6 Wochen. Wirklich? Das ist eine lange Zeit, um eine ganze Stadt zum Schweigen zu bringen. Nicht für die. Für wen? Das Pentagon. Oh, Scheiße. Was hast du da gesehen? Das weißt du doch. Niemand weiß es, Frank. Ich weiß es auch nur, weil jemand Mist gebaut hat und mir einen Geheimbericht zuspielte. Dieses Ausbildungszentrum? Ich habe noch keinen getroffen, der dort stationiert ist. Keine Kommunikation in die Stadt rein oder raus. Selbst die Satellitenbilder sind 4 Monate alt. Alles wird vertuscht. Aber all das verblasst im Vergleich zu dem Geheimnis, wieso du, Frank West, Abendunterricht gibst, anstatt mir bei der Sache längst 2 Schritte voraus zu sein. Hab gekündigt. Gekündigt? Ja, gekündigt. Hast du überhaupt eine Ahnung, bei wie vielen Ausbrüchen ich dabei war und darüber berichtet habe? Und was ist der Dank dafür? Hä? Nix. Kein Dank, keine Blumen, nur ein Notizbuch voll mit toten Personen. Preis für die beste nationale Schlagzeile 2006. Du hast den ersten Zombie-Ausbruch auf US-Boden aufgedeckt. Die ganze Sache fotografiert. Du hast Orden bekommen, einen Titel vor deinem Namen. Ehrenhalber natürlich. Ja, aber kommen wir zum Punkt. 3 Wochen später wollte ich das Pentagon und die ganze Regierung bloßstellen. Wegen ihrer Beteiligung an der Sache. Und die haben mich stillgelegt. Weil du nicht genug Beweise hattest. Komm mit mir nach Willamette. Wir decken diesen Bullshit auf. Und diesmal machst du es richtig. Frank.
Frank, hier steht mehr auf dem Spiel als eine Stadt. Nein. Bin raus. Wer auch immer das enthüllt, wird eine Menge dafür erhalten. Vielleicht sogar etwas zurückgewinnen. Aber eigentlich bin ich überrascht, dass dir ein Amateur das weggeschnappt hat. Wovon redest du überhaupt? Eine deiner Studentinnen, oder? Oh. Ich glaube fast du. Ups. Weg. System, das du zusammengestellt hast. Wir nähern uns Willamette. Schickt eine Einheit hin. Einsperren oder töten, deine Entscheidung. Frank! Frank! Was? Morgensonnenschein! Frank! Frank! Was? Morgensonnenschein! Wieso sagst du sowas? Oh Mann, jemand hat einen Helikopter beschädigt. Da ist ja der allseits bekannte Schreiberling. Halt sie auf, wir brauchen Ausrüstung! Halt sie auf? Womit denn? Schnapp dir eine Waffe, Frank! In Sicherheit bringen. Frank! Frank! Ich komme! Was? Nicht weglaufen, Wes! Oh nein! Schau, was du damit anfangen kannst! Dann gib mir ja das schöne Zeug. Verdammt! Lämmer-Zombies sind wirklich die Schlimmsten! Zombies erledigen. Das probiere ich jetzt einfach mal auf einer sehr brutalen Art und Weise. Hier sind die gerade mit einem Helikopter in ein Kaufhaus gestürzt. Die beiden Leute hier. Also Frank und sein Kumpel tun so, als wäre es das ganz Normale auf der Welt. Boah, jetzt haben wir hier wirklich ein Massaker errichtet. Ach, guck mal, wir können sogar die Stühle in der Hand nehmen und damit schlagen. Das ist cool. Wir müssen uns verstecken. Vielleicht in dem Hotel da. Da, 3 Sterne maximal. Sehr witzig, du Kasper. Ich sollte mich mal gründlich umsehen. Okay, ich brauche Hilfe! Brent beim Hotel treffen. Okay, wie komme ich da jetzt am schnellsten dorthin? Am besten probiere ich jetzt einfach mal jetzt quer durch die Zombie-Menge zu laufen. Was haben wir da unten? Ach, guck mal da. Molotov. Hallo. So, einfach mal drauf auf die Menge. Ich glaube, wir schaffen das. Ich bin schon da. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Hallo. Ich bin da.
Warum kann ich ihr nicht helfen? Ich glaube, das sind ein paar zu viele für uns. Ich versuche jetzt, diesen Typ namens Alex den Arsch zu retten, indem ich jetzt mich gerade selber ins Getümmel stürze. Hätten wir nicht geimpft sein müssen? Doch, gesetzliche Auflage im ganzen Land. Ich verstehe es nicht. Wieso kommt er jetzt nicht runter und hilft mir? Aber nein, er ruft lieber um Hilfe. Ich laufe jetzt einfach weiter. Ich weiß nicht, was ich mit ihm jetzt da machen soll. Ich treffe mich jetzt am besten im Hotel. Das ist mein eigentliches Ziel. Wo ich jetzt eigentlich hin soll. Na, Kumpel, ich glaube, du brennst ein bisschen. Das Brett. Sorry, hatte Lust auf Samosas. Samosas? Hey! Connor! Hey! Kommt hier rüber, bevor sie euch sehen! Hallo, was haben wir denn hier? Schöne Waffen und Granaten. Wurfwaffen. Besser geht's ja gar nicht. Alles klar. Haben wir. Schnapp dir eine Waffe! Ein paar Sturmgewehre. Ich habe Tonnen davon. Molotow-Cocktails. Eine Armbrust. Ein Propangasbehälter. Okay. Das muss man natürlich haben, wa? Was haben wir denn noch hier so rumzuliegen? Eine Flurlampe. Okay, also, nee, ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich bleib mal lieber bei meiner Schnellfeuerwaffe. Feuerwerkskörper. Darauf hätte ich jetzt ehrlich gesagt wirklich Lust. Ein Spreng. Das dürfte interessant sein. Sprengbohnen. So. Ein Doppelzimmer bitte, aber getrennte Betten. Sehr witzig, echt. Aber tatsächlich wärt ihr unsere ersten Gäste. Was meinst du? Ihr seid nicht von hier, was? Der ganze Scheiß begann am Black Friday. Und das war natürlich der Tag nach der großen Eröffnung. Was? Diese Mall war nicht mal einen Tag geöffnet und wurde gleich von Zombies zerstört? Wir müssen los. Für diese vorher schießen wir noch ein Foto. Aber der Manager wurde gebissen und hat sich dort eingesperrt. Kriege die Tür nicht auf. Kein gutes Foto. Nicht gut genug. Der Winkel stimmt. Hey, hey, Ärger im Anmarsch. Ich mach sie auf. Gebt mir Deckung. Oh Gott, wir kriegen Gesellschaft. Ja, das ist das, Fascho-Wichser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ziele direkt voraus! Erledige sie! Sie sind auch ein wenig geschützt. Hallo? Gib mir Deckung! Geh in Deckung! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn? Ich glaube, ich brauche mal ein paar neue Waffen. Damit ich überhaupt noch eine Chance habe. Und da hat's Boom gemacht. Okay. Wir brauchen erstmal ein bisschen Heilung. Militäraxt. Ah, verkackte Zombies! Das kannst du laut sagen. Wie können wir jetzt wirklich mit diesem Feuerwerk diese Zombies schlagen? So, dann hauen wir mal ordentlich jetzt rein hier in die Menge. Ich glaube, das wird sehr spaßig werden. Mann, ich bin diesen Ort jetzt schon leid.
Was haben wir denn hier gefunden? Ach, ein bisschen Geld. Alles klar, gehen wir. Eine Blendgranate, super. Die können wir, glaube ich, gebrauchen. Okay, jetzt lass uns mal verschwinden von diesem Ort. Ach, scheiße. Du warst zwar ein Arsch, Ted, aber das hast selbst du nicht verdient. Ich bin... Übrigens, Connor. Freut mich. Ich untersuche übrigens diesen Ausbruch. Hast du eine Ahnung, wie das anfing? Diese Militärschlöcher haben irgendwas super Geheimnis am Mall-Eingang bewacht. Und da war diese Journalistin. Eine Journalistin? Sie hatte irgend so einen Jungsnamen. Vic. Wo ist Vic jetzt? Sie hatte sich im Security Center der Mall versteckt. Vielleicht ist sie noch da. Okay, ups. Das war natürlich nicht gewollt. Ich wollte eben eigentlich irgendwie versuchen, das Feuerwerk aus der Hand zu packen, aber es hat nicht funktioniert, so wie ich das dann wollte. Wir müssen zum Security Center. Vielleicht gibt's da ein paar Waffen. Guter Plan, aber ich ziehe alleine los. Was? Pass auf, dieser Ausbruch ist ziemlich sicher Folge irgendeines Tests, ausgeführt von diesen Militärwichsern. Und ich will herausfinden, warum, aber nicht an der Leine von einem bullenhaften Aufpasser. Nimm's nicht persönlich. Dann sehe ich mich in der Stadt nach Nützlichem um. Und du sagst mir Bescheid, wenn du was herausfindest. Ja, mal sehen. Okay, das war's für mich. In Westbridge gibt's eine Miliz. Ich werde da mitmachen und noch ein paar dieser Arschlöcher killen. Tschüss, Leute. Viel okay. Glück, West. Ach, guck mal den Weg. Glückspilz, ich brauch mal wieder eine richtig gute Story. Eine Spielzeugkanone. Spielzeug, kann die schießen? Okay. Also, man kann es wirklich benutzen. Ist ja alles kurios, was man hier alles verwenden kann. Oh, guck mal hier. Ein Zementsäge. Es gibt hier so viele verschiedenste Sachen, die man hier benutzen kann. Oh Gott, Gott. Hey, guck mal, ein Go-Kart. Komm, ich steig mal ein und fahr durch die Menge. Aus dem Weg mit dir, Mann! Also man kann hier wirklich verschiedenste Sachen benutzen und über die Zombiehorn rüberfahren. Zwei Runden mit diesem Go-Kart fahren. Das mache ich doch gleich mal. Also dann! Ladies and Gentlemen, lasst uns mal beginnen. Starten Sie Ihre Motoren! Okay. Dieser Frank ist mir sehr sympathisch. Er wird immer netter irgendwie. Er hat so eine kranke, aber coole Art an sich. Das glaubt man gar nicht. Vielleicht werden wir noch im Laufe der Story etwas mehr über ihn wissen. Und in Führung liegt Frank West, beliebter Fotograf und auch so ein absolut geiler Typ. You won! Come to the center podium to claim your prize! Please note that all the prizes are not transferable to no cash beyond. Do not use exchanges with no insurance, but not FDA approved. You may not be used. We'll have to do that. Wo genau soll ich hin? Ach, da hinten. Ah, das ist jetzt gerade nicht so schön. Okay, dann fahren wir einfach mal jetzt hier hin. Keep out. Oh, was ist das? Okay. Und einfach quer durch. Connor meint, Vic würde sich im Security Center verstecken. Ich muss rausfinden, was er weiß. Und dann drehte ich mir... Achtung. Heilige Scheiße! Was ist dein Problem? Nein. Was zur Hölle? Oh. Sorry. Ihr kranken Arschlöcher. Um Himmels Willen, was ist das für ein verseuchtes Kaufhaus? Das ist gerade gar nicht mehr feierlich. Aber es macht trotzdem Spaß, das muss man dazu sagen. Also ich glaube, wir müssen jetzt hier durch diese Tür... Aber leider komme ich da gerade nicht durch, weil das Go-Kart gerade die Tür blockiert. Und als Dank bekomme ich hier wieder ein paar Zombies ab. Also war das
gar nicht geplant, aber jetzt haben wir unseren nächsten Kontrollpunkt. Okay, ich glaube, sie haben gleich einen Mund hoch. Oh Gott! Basta! Oh, um Himmels Willen. Die Verwandlung hat sonst Tage. Was zur Hölle war das? Gott, oh Gott, oh Gott. Das ging gerade noch einmal gut. Liebe Leute, wir sind soeben am Ende dieser zweiten Folge von Let's Play Dead Rising 4. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich an den Daumen nach oben freuen, über ein Abo natürlich auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in der dritten Folge von diesem einzig wahren und blutigen Spiel. Bis dahin, ciao.